Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz. Wir wollen die Sitzung beginnen. Alle freuen sich auf eine etwas längere Sitzung heute. In Frieden, fröhlichen Herzens wollen wir diese Sitzung angehen. Eröffne sie auch, sonst können wir nicht weitermachen. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest und weise darauf hin, wir wollen heute noch in irgendeiner Form bearbeiten die Punkte 8 bis 10, 12, 13, 16 bis 22, 24, 26, 28, 30 bis 35, oh je, 37 bis 43, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 56, 68 bis 73 und 79 bis 81. Nach der bisherigen Ablaufplanung wollen wir heute tagen bis, wo ist denn das Ding? Bis 20:02 Uhr folgende. Also seht zu, dass wir gut klarkommen. Es ist ein, ja, manchmal kommt noch was dazu. Noch eingegangen ist ein dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend keine Bereicherung auf Kosten Griechenlands durch die Übernahme griechischer Flughäfen durch die Fraport AG, Drucksache 19/2471. Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird der dringliche Antrag Top 82 und wird nach 72, nach der Aktuellen Stunde, zu diesem Thema aufgerufen werden. Und er kann dann ohne Aussprache sofort abgestimmt oder soll in den WVA? Soll abgestimmt werden. Aha, da wissen wir Bescheid. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesung, Mittagspause eine Stunde. Wir beginnen mit den Anträgen für eine Aktuelle Stunde, 68 bis 72. 5 Minuten wie immer, Aktuelle Stunde, dann geht es mit 50 weiter. Es fehlen heute entschuldigt der Ministerpräsident Volker Bouffier ganztägig, der Staatsminister Axel Wintermeyer ganztägig, die Frau Staatsministerin Lucia Puttrich ganztägig, der Staatsminister Tarek Al-Wazir ab 15 Uhr, die Frau Staatsministerin Priska Hinz ab 17 Uhr. Und es fehlen die Abgeordneten Nancy Faeser und Lisa Gnadl. Heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Hauptausschuss in Sitzungsraum 501a zusammen. Das war das, was ich mitzuteilen hatte. Kurz zu den sportlichen Ereignissen wollen wir ja nicht vergessen. Leider hat die Eintracht gestern Abend 2:0 verloren in Schalke. Tut uns allen in Schalke, auf Schalke, ist ja egal, auf jeden Fall, tut uns allen weh. Dafür haben die Darmstädter 2:1 gewonnen in dieser Woche. Das wollen wir, glaube ich, mal sehr besonders würdigen. Und da wir ja über die Ländergrenzen moderat neutral sind, unsere Bayern haben 5:1 gewonnen. Ich glaube, das wollen wir auch mal. Ja, es gibt doch von Spieltag zu Spieltag steigt die Zahl der Sympathisanten. Damit sind wir auch Tabellenführer und haben es gleich gemacht. Unsere Landtagsmannschaft, die hat 4:2 gewonnen. Ja. War das letzte Spiel in dieser Runde, damit aus meiner Sicht ungeschlagen, die ganze Runde überstanden. Ich darf unserem Freund Decke, der auch noch Geburtstag hatte die Woche, ganz herzlich danken für seinen großen Einsatz. Immer wenn er vor Ort ist, wird gewonnen. Und der Günter Rudolph weiß schon, wenn er nicht dabei ist, wird auch gewonnen. Das gehört zusammen. Also 4:2. Ingmar Jung ist nicht gekommen, weil er das erste Tor gefangen hat. Dann haben der Christian Losch das 1:1 und der Turgut Yüksel, das war der erste Tor in der Geschichte. Torgott, na ja, er hat auf jeden Fall, steht hier mit einem abgefälschten Schuss. Na, so sagt man das, wenn so etwas neu gestolpert wird, aber trotzdem, alle Achtung. Und der Markus Bocklet, der ist ja immer für Tore gut, dem wollen wir auch danken für seinen Einsatz, das 3:2, der Sebastian Hott das 4:2. Und es gab dann auch, wie üblich, die Spende, die überreicht wurde. Im Namen des Landtagspräsidenten, der Sportminister hat spontan um den gleichen Betrag aufgestockt. Das ist eine sehr schöne Sache. Ich will unserer Mannschaft ganz herzlich danken. Sie vertritt die hessischen Farben hervorragend. Ich glaube, das können wir allgemein feststellen. Herzlichen Dank dafür.
So, Bayern hatte ich schon gesagt. Ja, ja, gut. So, dann, meine Damen und Herren, jetzt bitte Sie um etwas ernstere Sachen.